Alright, and welcome to episode 5, Liberation, August 25, 1944. Alright guys, so let's do this. 1944, this is it. We're gonna liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. Really? I just need some chocolate. It's been a week since we took out that train. My platoon's in the middle of Paris working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation. And that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison was run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, his son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that will be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These crowds ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson. We can survive anything. I fought alongside him at Cassery. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolf's den. See you there. This is gonna be fun. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, cut story must be ironclad. Let's go again. You are Gerda Schneider, military attaché. You're sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation from the building. Take some time to review the dossier. Treating our inside man came at a terrible price. You'll find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we need for the gates. You worry too much, Major. That's not my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish. Bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hierher versetzt. Seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Die
Island Sie sich bei der Welt. Ich bin in Eile. Natürlich. Sie können weiter. Damn it. Now remember, your contact's name is Fisher. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen, kein Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut, aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Wir bitten Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Vielen Dank. Gern geschehen. Oh, I almost get busted! Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Damn, he hates those missions. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Berlin gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten...
wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ihre Papiere, sofort. Ich habe sie hier bei mir. Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Bitte sehr. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Hast du sie schon mal gesehen? Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke von Lenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in der Folge. To make the exchange. No, you heard me. And I'm late for a meet. I have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the warm. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the chip. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the warm. Wow. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt nicht. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gewartet. Es war in Cambridge, oder?
Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir. Noch sich. Vielen Dank. Danken ist er noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. As you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Platz. Have a seat. So, Herr Gruber, sent you to arrange my departure on Japan. Und wo ist Herr Kommander Spiegel? Sehr gut. Very good. One cannot be too careful. Return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the autumn. Tiny, delicate songbird. Its eyes poked out. Gorge. And then. I'm not sure what I will miss more. Savoring sweet flesh or watching it thresh to death. But there is one thing of which I am. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Oh, come on, Bruce, all right.
What's that? And the idiots still haven't breached. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Ich werde sie mir schnellstmöglich an. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Don't know, don't care. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Arm? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Thank you.
Damn it! Well, I'm thick too far away. I think I'm getting the hang of this. Too risky. Too exposed. Thank you.
come on! Closing in! Move up to the gate! Serious? Exposed. Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl, ich informiere umgehend die Sicherheitsverfolgung.
Identifiziert jemand? Ja. My heart, my heart. Now it's up to you and your team, Daniels.